Eine Looping-Aufgabe, eine Kugel rollt und soll so ein Looping schaffen. Und der Kern ist, also der, der schwierigste Punkt für diese Kugel ist natürlich hier oben. Ja? Weil da wirken jetzt zwei Kräfte, also die Gewichtskraft, FG und nach außen die, also ich mache mit Zentrifugalkraft, FZ. Und ich habe, egal ob zentral oder zentrifugalkraft, immer FG gleich FZ. Also eigentlich muss FZ größer FG sein. Also mv Quadrat durch r größer m mal g und man kürzt jetzt die Masse der Kugel und berechnet es meistens für ist gleich und meistens ist die Geschwindigkeit gesucht. Die Aufgabe kann man als Physiklehrer noch aufpeppen, indem man fragt, von welcher Höhe muss man sie rollen lassen, die Kugel. Also da habe ich jetzt hier so eine Höhe h und dann gilt nämlich der Energieansatz. Ja, e kin gleich E pot also m v quadrat gleich m mal g mal h auch hier kürzt sich wieder die masse der kugel weg und dann könnte ich die höhe geben und man muss v berechnen oder, oder alles mögliche interessant finde ich jetzt dass in realität also am oktoberfest ja, der olympia looping das sind nicht mehr, also so gab es die früher. Ja? Das sind keine Kreise, sondern das sind die schauen so aus. Also ein bisschen übertrieben dargestellt. Der Grund ist ähm, hier so. Der Grund ist an dem an der kritischen Stelle macht man einen engen Kreis. R ist hier klein. Ja, damit ist FZ groß und damit muss ist V kleiner. Man braucht hier nicht solche riesigen Geschwindigkeiten, ja hier langsam dann wupp, rüber und, ja. und das ist angenehmer. Also diese Kreisloopings haben zu Halsverrenkungen geführt vor 100 Jahren und seitdem ja nicht ganz so extrem. Also so, so sind diese Loopings heute